So. Dann wird mein Rechner gerade warm. Moment. Nein, alles klar. Ich spiele nämlich gerade ein bisschen mit den Lüfter-Einstellungen rum, weil das hier auf einmal ja, wie gesagt, so warm geworden ist. Deswegen muss ich mal ein bisschen gucken. So, hier, ich habe alles, was du brauchst. Was steht da zu verkaufen? Was? Verkaufen? Kürzlich verkauft? Ah ja, okay. Hier kann man noch verkaufen. Aber eigentlich hätte ich gerne mehr so einen richtigen Händler. Da ihr Charakter ist verletzt. Ja, schön. Und? Was mache ich dagegen? Das würde mich mal interessieren, irgendwie. Ja, ich bin, kann jetzt unsichtbar sein. Alles klar. Moment, wir gucken erstmal kurz hier rein. Was gibt's denn Neues? Aha, aha, aha. Eine neue Klassenkraft. Unsichtbarkeit. Yay! Also sind wir jetzt unsichtbar oder können uns kurz unsichtbar machen. Und zwar, ich glaube, 5 Sekunden habe ich gerade gelesen. Ja, hält 5 Sekunden. Cool. Lauerangriff. Das Lauern durch die Schatten verleiht 20% Schaden und regeneriert und, regeneriert die Unsichtbarkeit schneller, also dass ihr auch länger unsichtbar bleiben könnt. Ah, okay, ja, stimmt. Ergibt Sinn. Nun, gegen Schaden zufügen wird Kraft erhöht. Okay, das Zweite ist eigentlich ziemlich cool. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Aber Unsichtbarkeit erhöhen, das ist eigentlich ganz cool. Aber wir können nur eins nehmen, sehe ich gerade, oder? Kann ich das da reinziehen? Ja. Hm. Naja. Also zwei können wir später nehmen, da bleibt ja noch eins über. So, aber ich hätte jetzt gerne was, womit ich diese Dinger hier gegen heilen kann. Ihr Charakter ist verletzt. Ja, ich weiß, aber was soll ich dagegen tun? Hallo? Was kann ich dagegen machen? Kannst du was sagen? Nein? Muss ich in ein Krankenhaus oder was weiß ich? Gibt es dagegen ein Item? Gucken uns erstmal kurz die Unsichtbarkeit an. Da ist Tab. Ah ja, cool. Da sind wir jetzt im Schatten. Wie lange Cooldown hat das wohl? Ist das da der Schatten-Cooldown? Moment, wir warten mal ganz kurz. Ja, das ist ja okay. Guten Tag, guten Tag. So, dann probieren wir das Ganze doch eben einmal alles aus. Okay, das fetzt irgendwie. So kann ich vor allen Dingen auch mal ein bisschen an den Mobs vorbei. Steht das hier eigentlich vielleicht auch noch? Neue Abenteuer, Belohnung. Achso, wir haben eine neue Kiste. Geh mal weg. Ja, wo ist sie denn? Oh, das hat aber viel Damage gemacht. Ich glaube, ich mache auch mehr... Was ist das denn? Ihr seid festgebackt. Da sind sie. Ich glaube, ich mache auch mehr Damage mit dieser Ranspringfähigkeit, wenn ich unsichtbar bin. Oh, jetzt bin ich ins Feuer gerannt. Oh, ein Ogre. Naja, was soll's. Killen wir den einfach mal, oder? Yeah. Irgendwie finde ich das geil. Dass er so schön langsam hittet, da kann man prima ausweichen. Na, wo hast du denn hin, mein Junge? So, jetzt kannst du umfallen, bitte. Ey, geil, schon Stufe 11? Hui, verrückt. Cool, das ging ja echt fix. Und, verfügbar ab 15 Punkten, okay, okay, okay. Ja, machen wir das nochmal eben hoch, oder? Geschosswolke, Ablenkungsangriff. Angriff der Bezeichnung.
Ja, wobei wir es könnten eher mal was anderes ausskillen. Und zwar würde ich sagen, den hier benutzen wir echt verdammt oft, oder? Aber ach ne, geht erst ab 20 Punkten. Ja, man kann alles andere erst mit 20 Punkten ausbauen. Boah. Ist aber spät, muss ich sagen. Derzeit keine Aktion erforderlich. Renngeschwindigkeit. Jetzt skillen wir das mal mit aus. So, hier kommen auf Rang 2. Gogo. Gut, was sollte ich denn hier gleich noch? Wer weiß es, wer weiß es? Verlorene Nachricht aus der Kuriertasche zurückerlangen. Bist du eine verlorene Nachricht aus einer Kuriertasche? Nein. So, ich wollte hier immer noch mal reingucken. Attribut verbessern, wir können Attributwerte erhöhen. Ach, cool. Das ist ja geil. Glückwunsch, ihr Charakter hat Stufe 10 erreicht. Sie können jetzt zweiter Talent erhöhen. Achso, klicken Sie. Geschick. Okay. Geschick war auf jeden Fall nicht unwichtig, glaube ich. Aha, und Stärke. Geschick, Stärke und Charisma waren, glaube ich, unsere Hauptattribute. Ja, wirklich. Cool, dann haben wir das auch. Und was gibt's noch? Achso, jetzt kann man hier auch in die Talente gehen und ich sollte erstmal kurz die hier klar machen. Läuft die Aufnahme noch? Ja. So, so, alles klar. Und jetzt machen wir das mal hier. Meine Nase juckt, Leute. Ihr glaubt's mir nicht, aber sie juckt. So, was können wir denn jetzt hier machen? Waffenmeisterschaft. Wahrscheinlichkeit auf kritischen Treffer. Aktionspunkte, Bonus auf Schaden durch Kampfvorteil und maximale Trefferpunkte. Das da geht dann in den Saboteur, das an den Halunken und das dann in den Henker, oder wie? Ja, so scheint es zu sein. Der Halunke herrscht. Kampfdecken. Der Henker besitzt seine Expertenhand und Präzisionsschläge verursacht. Also, du hast eine. Ich finde so ein Dodge-Schurken ja irgendwie cool. Also, ich weiß ja nicht warum, aber irgendwie ist es so. Wir können es ja einfach mal machen. Wie viele Punkte habe ich denn? Ja, 2. So, mal gucken wir mal. Also ich muss mir das jetzt mal ganz kurz hier überfliegen. Dazu sitze ich hier dann so schön. Ja, wir machen das mal so. Muss mir dran denken, dass ich hier die Webcam anhabe. Ich darf jetzt nichts Peinliches machen. Nein, ich mache gar nichts Peinliches vom Rechner. So, egal, da ist die Kuriertasche. Yay! Gefunden! Und da ist noch irgendeine Quest, die wir vielleicht mal machen. Ich will wissen, wann diese armen Dingens da weggeht. Ach, da sitzt er. Oder sie. Eben. Feuerkäfer. Sammeln Sie auf dem Krämerplatz im Turmviertel 6 Elementarrüsselkäfer. Okay. Ihr Charakter ist verletzt. Ja, ach nee. So, das scheint 1 zu sein. Bin weg. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Wupp, raus da. Also das mit diesen Verletzungen finde ich immer noch sehr, sehr seltsam. Da müssten, also ich vermisse da gerade irgendwas, wie man das einem angezeigt wird, wie das Gegenheil geheilt wird. Oder ich habe es wieder übersehen. Das kann auch sein. Also ich habe jetzt gerade mal die Fähigkeit da aktiviert. Jetzt auch noch mal kurz durchlesen, was die noch mal genau macht. Im Moment. Das Lauern und Verleiht und 20 Schatten und regeneriert die Unsichtbarkeit viel schneller, so dass sie auch. Ja, okay, das war irgendwie merkwürdig. Naja, egal. So, meins. Darüber rollen. Meins. Haufen Wissen, ja, schön, toll, ganz toll sogar, aber ich will wissen, bitte, wie. Wie die Dingens weggeht.
Hey, das ist noch einer. Ja. Wie viele brauchen wir noch? Drei brauchen wir noch. Also jetzt noch zwei. Wo denn wohl? Da oben? Da oben? Da oben? Da oben? Da oben? Ist das eine Kiste? Ja, eine Schatztruhe. Yay! Aufnehmen. Apropos, wir haben ja Stufe 10 erreicht, ne? Da könnte man ja eigentlich... mal gucken, hier. Identifizieren wir den mal eben. Kritischer Treffer, okay, weniger, dafür ein bisschen mehr Kraft und Verteidigung ausrüsten. Okay, und immer wenn ich irgendwas ausrüsten will, dann spawnt hier was. Aber ich scheine mich nicht gesehen zu haben. Das finde ich ganz nett. So, was haben wir sonst noch so? Und da haben wir noch eine Kette. Das ist für Stufe 8. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr identifizieren. Für Stufe 12. Klasse 2 Handkämpfe. Also brauchen wir das auch nicht unbedingt zu identifizieren. Ja, schon wieder die falsche Taste erwischt. So, weg mit dir. Okay. Wir sind ja aber schon wieder aus dem Bereich raus. Ja, ja, ich hab's doch gesehen, ich hab's doch gesehen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeug. Jetzt stelle ich mich hinter die, um mich hinter die zu supporten. Das ist auch irgendwie Bullshit, ne? So eine alte WoW-Angewohnheit, glaube ich. So. Mitnehmen. Ach, Inventar ist voll. Nein, ich brauche einen Händler. Also muss ich doch nachher mal verkaufen. Ja, ist ja gut. Lassen wir eben die einmal liegen. Wir finden bestimmt gleich noch einen Händler. Und jetzt ist hier gerade so viel los, da drüben. Er sieht das nicht, er sieht das nicht. Der Utgar. Tschüss, Utgar. So. Und ein noch. Das hier. Jetzt haben wir wieder so einen Kreta-Kram. Irgendwie auch ein bisschen seltsam. Was? Ach, da unten lang. Ich finde diesen Pfad hier immer noch sehr, sehr praktisch. Ich glaube, ich hätte mich jetzt schon tausendmal verirrt dabei. Ist eben so, ne? So, da drüben irgendwo lang. Wie lange nehme ich jetzt auf? Eine halbe Stunde. Na gut. Pam. Kuckuck. Ich bin unsichtbar. Leider wurde ich nur gestunt. Und hopp und hopp und jetzt ist er weg, ja, endlich. Und immer noch sind wir armkrank. Mist. Scheiße. Ja, egal. Lassen wir einfach mal liegen. Wen interessiert's? So, Lager der Neverwinter-Wache. Ah, cool. Platzieren Sie drei in einem Leuchtfeuer. Ja, okay. Machen wir. So, hier können wir erstmal ein bisschen verkaufen, glaube ich. Bist du ein Händler? Ein Siegelhändler. Aber wir können bestimmt trotzdem bei dir verkaufen. Wo kriegt man denn solche Siegel hier? Vor allen Dingen, was sind das für Siegel? Hm, weiß ich auch nicht. So, und jetzt verkaufe ich erstmal allen Mist. Das, das. Das. Na, ja, weg. 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 Tragbarer Altar, weiß ich nicht. Habe ich vergessen, wozu man den braucht. Da habe ich schon wieder so lange nicht mehr gespielt. So, das war für Stufe 8, ja. Egal. Erste-Hilfe-Paket, das sehen wir mal auf. Ja, nicht so toll, nicht so toll. Auch nicht. Weg. Stufe 7, weg. Schild, weg. Diebstahl-Paket, behalten wir. Lederrüstung weg, auch weg. Ja, ja. Mhm. Ja, ich weiß, ich würde mehr Geld bekommen. Kann man die verkaufen? Kann man. Ich heb sie mir mal vorsichtshalber auf. Vielleicht kriegt man irgendwann mal solche Schlüssel geschenkt. Dass ich mir welche kaufe, das bezweifle ich mal ganz stark. Oh, so. Gewölbeerkunderpaket, tragbare Altar. Davon habe ich doch schon irgendwo einen Stapel, oder? Verlorene Nachricht, ist ein Questgegenstand, Questgegenstand. Alter, dieses scheiß Programm, es macht mich fertig. Jetzt habt ihr schon wieder einfach mal mein Spiel minimiert.
So. Ich glaube, wir haben jetzt alles verkauft. Okay. Ey, dass der das einfach immer minimiert. So eine Scheiße, ganz im Ernst. So, kann ich jetzt irgendwas machen dagegen, dass mein Charakter verletzt ist? Eine kleine Verletzung entfernen. Achso, sowas habe ich doch sogar. Moment. Und zwar, das hier doch. Das müsste doch dann eigentlich helfen, oder? Ja, ich hatte die ganze Zeit was dabei. Trollolol. So. Ist natürlich auch super nachher für mich zum Schneiden, wenn ich hier gucken muss, dass diese Brags irgendwie mitgeschnitten werden. Mach mir das Leben ruhig komplizierter, Computer. Mach's ruhig.